Da gucken wir mal. Wenn ich 5 Münzen reinstecke, spuckt die Maschine Stiefel aus. Schneller als ja. Chick-Ticka, Schnellpratze. Kann ich cheaten? Stiefel des Hohen Nordens. Okay, die sind schon mal lame. Wie wär's denn jetzt mit einer zünftigen Prügelei? So, 10 Münzen. Das sind wieder Stiefel. Stiefel der Bodenhaftung gegen Elektrizität. Nö. Kann nur noch 10 Münzen reinstecken? Achso, ja. Warte mal, was passiert, wenn ich nochmal 10 reinstecke? Ne, 5 kann ich reinstecken. Achso, da kriege ich die. Und jetzt nochmal? Nö. Okay. Was kommt bei 15 raus? Schneller als Chick-Ticka, Schnellpratze. Ein paar Stiefel. Ach, 7 Meilenstiefel. Die Packen des Geparden. Und das da sind auch 7 Meilenstiefel Geparden. Ich glaube, die Rüstung ist wirklich das Beste, was da rauskommen kann. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich war einst eine Mondklinge, müsst ihr wissen. Schneller als Chick-Ticka, Schnellpratze. Flamme des Nordens, 10 Magie, ETW, gegen chaotisch böse Feinde noch mehr Schaden. Ah. Ich warte. Nun gut. Kettenhemd des Narren. Freunde von Dekir Flinkhand, einem Baden, der darauf bestand, in den gefährlichsten Städten entlang der Schwerküste aufzuspielen, überreicht ihm dieses magische Kettenhemd. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz hier einen Cut und guck mal kurz nach. Wegen dieser Maschine. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ich habe keine Erinnerung mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, was aus dieser Maschine noch rauskommen könnte. Nicht, dass ich da was Besonderes verpasse. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder, nachdem ich ein bisschen rumgeschnüffelt habe. Also tatsächlich, man kann nur diese 4 Sachen rausholen. Die letzte Münze ist eine Finte. Ich weiß nicht, welchen Gegenstand ich nehmen soll. Ich bin eigentlich für die Stiefel, weil die Rüstung bringt nichts. Also ich nehme lieber die Stiefel, die Geschwindigkeit, also die Hassstiefel. Weil alles andere bringt eigentlich nichts. Ich meine, die Rüstung, die ist eine plus 1, ist eine 1er Rüstung. Die ist also gerade mal so gut wie das Teil hier. Erwin, wo bist du? Schneller als Chick-Ticka, Schnellpratze. Wir können sie uns noch mal kurz angucken, aber ich bin nicht überzeugt von der Rüstung. Muss ich ehrlich sagen. Kettenhemd Narren ist nämlich Rüstungsklasse 1. Und wenn ich das so durchgebe, 2 schlechter... Ich warte. Ich werde es tun. Du bist jetzt verlangsamt, das ist natürlich klar gewesen. So. Können wir mal durchgehen.
Passiert überhaupt nichts, außer dass sie ihre Säureschutz verliert. Zwei schlechter. Ein schlechter. Kann nicht mal verwenden. Und deaktiviert Magierzauber. Sieht aber lustig aus. Ne. Wir bleiben schön bei den Schuhen. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Also, die Schuhe. Und wir nehmen auch noch die Schuhe mit, weil für was anderes sind die Mifri-Münzen ja nicht gut. Das sind halt einfach Stiefel des Hundes. Und sieben Meilenstiefel. Schneller als Chick. Oh, ich war keinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. So, dumm die dumm. Wer könnte denn auch Stiefel vertragen? Du? Hast du ein bisschen... Was? Feuerschutz? Ach, gegen Kälte oder Feuer. Und Kälte kriegt die. Ja, nun gut. Gut. Das heißt, wir können endlich nach hier oben und weitermachen. Ich habe jetzt genug Zeit verplempert. Was? Ah. Die Diene schon erledigt. Fragt, wenn ihr es wollt. Oh, ein Identifizierzauber. Ein Identifizierungszauber ist gar nicht mal so schlecht. Komm, leg das mal kurz ab. So, ein neues Schwertchen für Minsk. Dame des Nordens. Träger erhält sie Magieresistenz gegen chaotisch böse. ETB von 2. Sie ist nicht so der Renner, aber ist besser als das Chaos-Schwert. Ja. Hat halt keinen Life-Leech. Ist aber jetzt nicht so wichtig. So. Natürlich. Ich war aber gerne. Ich helfe dir. Ja, ich werde verstanden. So. Was ist hier los? Ich fahre in einem Wort. Die abgemachte Vorgehensweise werden eingehalten. Ja, kennen wir. Dieser Bereich arbeitet für sich. Also fragt schon. Gut, Zurückhaltung ist ein gutes Zeichen. Oh, ich warte. Nee. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Nächstes Mal. Oh, Mist. Keldon, du bannst gleich. Das ist, was ihr wollt. Jo. Ein Splitter. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt sacken wir hier ein, was wir finden. Wir haben nämlich hier den Tisch auch übersehen. Auch wenn da nur ein Blutsteinring drin ist. Dann gehen wir wieder die Fragen durch. Da kann ich mich ja einfach durchklicken, weil das kennen wir ja schon alle. Also, das ist nichts. Es verläuft, wie er will. Das ist der Fluss.
Das ist die Angst. Jetzt bringt das Verlorene zurück. Das ist die Erinnerung. Ja. Nun gut. Erwischt! Ich warte. Macht das mal den, der am Boden liegt, tot. Torm ruft euch zu sich. Fragt nur. So, und da ist übrigens ein Riesentrollkopf. Nachdem ihr den Troll getötet habt, nahmt ihr seinen Kopf. Keine große Herausforderung. Ja, den Altar möchte ich untersuchen. Ich war nun gut. Hier hast du einen Kopf. Ihr platziert den Kopf auf dem Altar. Der Raum durchläuft eine Erschütterung und der Kopf verschwindet. Eine raue Stimme spricht ein Wort in einer gutturalen Sprache und auf dem Altar taucht ein Gegenstand auf. Ja, eine Keule. Das ist erstmal der Umhang des Zurückwerfens. Will ich. Die Knochenkeule plus 2 plus 3 gegen Untote ist Zeug zum Verkaufen. Begrenzter Wunsch. Er erfüllt den Wunsch des Zaubers und wortwörtlich allerdings nur in einem begrenzten Ausmaß. Jo. Jede Menge Pfeile haben wir. Hier. Die Aufzeichnung des Hüters. Ach so, ja. Okay, dann können wir fortfahren. Ja, was immer ihr wünscht. Ja, zur Bewertung. Wenn ihr es wollt. So, wir haben es gut gemacht. Flucht aus dem Heim übrigens. Ja, nach Datum. Im Labyrinth des Heims bin ich einer Art Schiedsrichter begegnet. Nachdem er seinen Urteilsspruch gefällt hatte, war ich frei zu gehen. Vielleicht raus aus dem Innenhaus ein für alle Mal. Ja. Bodhi tauchte auf, ehe ich die Gewölbe verlassen konnte. Anscheinend hat sie mich die ganze Zeit beobachtet. Während des Kampfes wallten jedoch die Schmerzen auf, die ich die ganze Zeit tief in mir drinnen gespürt hatte. Und ich wurde zu etwas anderem, zu einem Monster, einer Inkarnation von Baal. Ich weiß es nicht. Bodhi machte sich aus dem Staub, um Irenikus zu berichten, und wir können weiterziehen, wenn wir wollen. Doch ich weiß nicht, ob diese Macht mich wieder überkommt. Ja, das Einlass ins Heim haben wir auch noch nicht richtig abgeschlossen, aber egal. Natürlich. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bruder. Denn wir werden so, Geld. Und dann gehen wir hier hoch. Da seid ihr ja. Es scheint, ihr habt die Stürme dieses Orts ohne größeren Schaden überstanden. Es tut gut, dass ihr noch lebt.
Ich habe überall mit Verrat zu tun. Sag mir, warum ich euch nicht töten sollte. Was für eine Feindseligkeit, und ich schätze, sie ist wohl verdient. Sie ist jedoch auf den Falschen gerichtet. Ich möchte hier nicht euer Feind sein. Irenikus trägt immer vorwärts, aber ich kann nicht erkennen, was mir das nützt. Ja, das kennen wir bereits. Dann sprecht, ich höre. Ja, das mit den Insassen, das ist mein Vorschlag und ich überlasse euch die Ausführung. Umwartet eure Armee, nutzt sie oder ihr werdet sterben. Gut. Nachdem ich das Labyrinth hinter mir gelassen habe, bin ich wieder Seemann Havarien begegnet. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann, aber er scheint wirklich daran interessiert zu sein, Irenikus unprofitable Pläne zu durchkreuzen. Er gab mir einen Rat, wenn ich Irenikus gegenübertreten will, brauche ich eine Armee und im Heim gibt es eine, die gefangenen Magier. Natürlich wäre es Wahnsinn, sie zu befreien, aber es wäre eine Möglichkeit. Seemann ging, bevor ich mehr fragen konnte. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, und an dieser Stelle mache ich dann meinen Save. LP 039. Jetzt richtig. Und dann sehen wir uns gleich wieder.